Den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft und die Kölnmesse verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Mehrfach war der Kulturkreis bereits auf der Art Cologne zu Gast. Wir freuen uns nun sehr, dass wir Sie in Kooperation mit der Art Cologne 2020 zu einem virtuellen Art-Tag einladen dürfen. Guten Tag, liebe Anne-Sophie Berger. Es freut mich, dass ich Sie in unserem Videocall ein wenig zum Thema Kunst und auch Künstlerförderung für junge Menschen befragen darf und Sie damit auch ein bisschen näher den Zuschauern dann vorstellen darf. Ich bin Franziska Nentwig, die Geschäftsführerin des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Der Kulturkreis vereint etwa 400 Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten, Wirtschaftsverbände, die sich für Kunst und Kultur einsetzen. Und neben unserer Arbeit am Generalthema unternehmerische Kulturförderung ist der Kulturkreis selbst fördernd aktiv in den Feldern bildende Kunst, Architektur, Literatur und Musik. Und seit 1953 vergeben wir den renommierten Ars Viva Preis für bildende Kunst an junge Nachwuchskünstlerinnen und Künstler. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Sie, liebe Frau Berger, haben 2017 neben Oskar Enberg und Zach Glendon Pohl vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft diese Auszeichnung erhalten. Sie wurden damals ausgewählt, weil Ihre Arbeiten, Ihre Skulpturen und raumgreifende Installation ein ganz neues Licht auf die Möglichkeiten von zeitgenössischer Skulptur werfen. Mir sind Ihre Ausstellungen, die wir gemeinsam gemacht haben, da auch noch sehr präsent. Darf ich Sie fragen, liebe Frau Berger, was hat eigentlich der Erhalt dieses Preises für Sie bedeutet und welche Erfahrungen haben Sie dann als Preisträgerin gemacht? Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Für mich war das natürlich zunächst mal eine sehr große Überraschung, das muss ich ganz deutlich sagen, als österreichische Künstlerin, sehr wohl mit Wohnsitz in Deutschland. Ich war nicht so vertraut mit der doch sehr internationalen Ausrichtung des Ars Viva. Das heißt, für mich war das zunächst eine wirklich große Überraschung und Freude, da vor allem würde ich sagen, der Schwerpunkt auf das Ausstellung machen, mehr als nur sozusagen ein administrativer Teil oder die Ehrung als solches, das war für mich extrem spannend. Also die Tatsache, dass über den Preis und mit dem Preis tatsächlich Ausstellungen passieren würden, das fand ich sehr attraktiv. Und dann die Erfahrungen an sich, also die beiden Häuser, auch das, also das ist ja am Anfang für eine junge Künstlerin schon ein bisschen so wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, also der Kunstverein München, den ich auch gut kannte, da ich zu diesem Zeitpunkt in München gelebt habe. Und dann aber auch eben zusätzlich dazu das MAC in Gent, also das waren schon für mich sehr imposante Häuser, zu denen ich auch einen Bezug hatte und da war ich extrem begeistert und aufgeregt. Und ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage. Beide Projekte sind, würde ich jetzt mal sagen, organisatorisch fantastisch abgelaufen. Es waren die Zusammenarbeiten, wenn ich hier nicht zuvor greife, mit beiden Kuratoren und den Häusern, sehr, sehr angenehm. Und ich konnte dann für meinen Teil zwei unterschiedliche, obwohl ineinander verbundene Arbeiten umsetzen. Und ja, das war für mich sehr, sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Und wenn Sie generell auf die Förderlandschaft, und Sie haben ja dann gewisserweise vielleicht auch dann den internationalen Vergleich und auch schon einiges angerissen, welche Formen von Künstlerförderung erscheinen Ihnen denn heute besonders sinnvoll? Da steckt ja auch eine lange Tradition dahinter, aber die Kunstwelt, unsere gesamte Gesellschaft verändert sich. Was wären denn aus Ihrer Perspektive Förderformen, die vielleicht besonders hilfreich für also die künstlerische Vita von jungen Nachwuchskünstlern sind? Ja, ich bin nicht sicher, ob ich es sozusagen, ich kann es definitiv nicht makroökonomisch
beantworten, weil ich in so vielen verschiedenen Ländern schon Ausstellungen organisiert habe, die ökonomisch vollkommen verschieden operieren. Also wir haben sozusagen, ich zeige viel in Amerika und habe dort auch letztes Jahr eine große Ausstellung organisieren dürfen im Swiss Institut und wir waren da sehr angewiesen auf Förderungen. Jetzt ist natürlich das amerikanische Fördersystem vollkommen anders als das in den, sage ich jetzt mal, im breiten Sinne deutsch-österreichischen sozialdemokratischen Raum. Insofern kann meine Antwort, ich könnte die nicht allumfassend geben. Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, wichtig ist die Sensibilität für die Eigenständigkeit und für die, wie soll man sagen, die Integrität der Künstlerin oder des Künstlers. Es gibt nichts Schlimmeres, wie in einer Struktur als, ich sage jetzt mal, als Stand-in-Figur eines Künstlers, der etwas bekommt und dafür dankbar sein sollte und sich dann nach gewissen Strukturen verhalten sollte, weil er denn diesen Preis bekommt. Davon sind wir meilenweit entfernt, zum Beispiel bei As Viva. Es gibt, wie ich schon erwähnt habe, eine große Sensibilität dafür, dass die Künstlerinnen und Künstler vollwertige Mitglieder und Teile des Preises sind, ohne die es den Preis nicht geben müsste. Also ich glaube, meine schlechtesten Erfahrungen, ohne spezifisch zu werden, sind die, wo ich das Gefühl hatte, es wird gefördert und eine gewisse Form der, wie soll ich das sagen, der, ja, es wird erwartet, dass die Künstlerin oder der Künstler gewisse Dinge durchexerziert oder performt, weil sie denn geehrt werden. Und das ist schwierig, weil das sorgt für Abhängigkeiten oder für eine seltsame Form der hierarchischen Dynamik, die für die Kunstproduktion ganz schlecht ist. Ansonsten, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es besser wäre, keine Ausstellungen zu machen und 10.000 Euro in die Hand zu bekommen, die ich dann nur für mich habe. Für mich war das Modell, Ausstellungen zu machen, einen Katalog zu machen, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wenn Sie auf den aktuellen Moment Ihres künstlerischen Schaffens schauen, wie denken Sie, haben Sie sich seit 2017 auch weiterentwickelt? Hat das der Preis, also es wäre wunderbar, wenn der Kulturkreis das auch bewirken könnte, dass es Impulse gegeben hat, die Sie dann sozusagen in Ihrem Schaffen vielleicht auch weiterentwickelt haben? Oder war das eine Episode der Preis? Oder was ist davon geblieben und wo sehen Sie sich heute? Was ist davon geblieben? Also es ist natürlich schwer abzuschätzen, weil in meinem Fall ist es tatsächlich nicht so, dass man gerade aus der Akademie kam und dann jetzt das erste Projekt macht und die ersten Kontakte knüpft. Es war in vielerlei Hinsicht für mich schon viel davor passiert und es passierte viel danach. Gleichzeitig schätze ich sehr die Erfahrung in Deutschland, die für mich, also die, man glaubt es ja manchmal nicht, weil wir alle international arbeiten, aber es gibt natürlich schon ganz bestimmte Trennungen. Ich zeige sehr viel und habe schon viel gearbeitet mit österreichischen Institutionen und dieser Brückenschlag nach Deutschland war für mich enorm spannend. Auch die Kontakte, die ich nach wie vor aufrechterhalte mit dem Kulturkreis, also was jetzt auch zum Beispiel für die Ausstellung in Bonn wieder aktuell wurde, wo ich versucht habe, Kontakt aufzunehmen und zu sehen, ob es die Möglichkeit geben könnte, eine Unterstützung oder ob es Ideen gäbe vom Kulturkreis, wer sich für die Ausstellung in Bonn interessieren könnte. Also solche Dinge schätze ich sehr. Konkret für mein jetziges künstlerisches Schaffen wäre schwer nachzuweisen. Also. Und was können wir denn, wenn wir jetzt nach Bonn kämen, in den Kunstverein, da läuft gerade Ihre aktuelle Einzelausstellung, was ist zu sehen? Zusammenfassend besteht die Installation oder die Ausstellung aus zwei großen Skulpturen, Holz- und Textilskulpturen, die sich in einer Form wie Türme gebären oder gebaren. Die gibt es in der Eingangshalle und dann im zweiten Raum, also zwei Skulpturen, die in der Dimension fast 5x5 Meter haben und dadurch auch auf den Raum
und die Höhe der Halle eingehen. Es gibt dann weiters und man muss dazu den Raum des Bonner Kunstvereins vielleicht kennen, aber er hat in der Mitte einen eingezogenen Kubus für grafische Arbeiten und für Videopräsentationen. Der wurde eingezogen vor einigen Jahren und diesen Raum bespiele ich auch mit einer Intervention in den Wänden. Ich habe dort Löcher eingesetzt und Licht installiert. Das heißt, das ist sozusagen das Herzstück des Raums. Und von dort nach hinten in den hinteren Teil der Ausstellungshalle gelangend, dimmt sich auch das Licht. Wir haben dort das Licht etwas zurückgenommen und dort findet sich eine große, über 30-teilige Installation von Objekten, die zum Teil klassische Skulptur wie Gipsabgüsse, aber auch Ready-Made oder gefundene Objekte einschließt. Und die sind dort arrangiert. Und dann im hintersten, sozusagen in der Einbahnstraße, wenn man so will, also wo man dann nicht mehr weiter kann, in der hintersten Nische, ist noch eine Videoarbeit, die ist annähernd 50 Minuten lang und ist auch meine erste Videoarbeit in dieser Form und in dieser Länge. Ja. Darf ich Sie noch etwas fragen mit Blick auf das ganze Thema Internationalität? Sie haben mehrfach betont, dass das für Sie selbstverständlich ist und für viele andere Künstler auch, dass sozusagen das eine die Wurzeln sind, wo man herkommt, und das andere ist die Welt, die praktisch auch mit künstlerischem Schaffen und aus künstlerischen Reflexionen betrachtet werden will. Ebenso international ist die Pandemie, die ja sozusagen eine riesige Zäsur für Kultur und auch Wirtschaft bedeutet. Gibt es Dinge, also wir alle müssen uns damit auseinandersetzen und das ist schwierig genug, weil eben praktisch die Live-Veranstaltung dann hochfragil ist und eben, wenn überhaupt, nur unter besonderen Bedingungen stattfinden kann. Auch Ausstellungen sind betroffen. Gibt es aus Ihrer Sicht auch irgendeinen positiven Aspekt, der diesem ganzen Thema abzugewinnen ist? Sie sprachen gerade von einer großen Videoarbeit. Viele haben sich ja sozusagen zwangsweise auch digitalisiert und sind Wege gegangen, die vielleicht an anderer Stelle auch sehr viel später erfolgt werden. Auch der Kulturkreis hat in diesem Jahr seine ganz große Jahrestagung erstmals digital gemacht, damit wir einfach sozusagen auch die Künstlerförderung weiterführen können unter den Umständen. Gibt es neben all den fürchterlichen Dingen, die Corona mit sich bringt, irgendeinen Aspekt, den Sie hervorheben, der vielleicht auch für Ihr Schaffen eine Bedeutung hat? Ja, es ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich eigentlich Optimist bin und es liegt mir völlig fern, nach dem Motto, alle, die jetzt Studenten sind und über Zoom Vorlesungen lernen müssen, dass das furchtbar wäre. Ich denke, es gibt tatsächlich in allen Dingen auch gute Aspekte. Für mich persönlich und kreativ kann ich das jetzt nicht verorten. Ich kann auch nicht, immer noch nicht, nach 6 Monaten sehr gut mithalten mit einer Idee, dass zumindest würde man jetzt mal Zeit haben oder man könnte jetzt reflektieren, was vorher im Falschen lag. Also das ist für mich ein Gefühl, das ich nicht teilen kann. Ich mochte mein Leben, mein künstlerisches Schaffen, wie es war, sehr gern. Und ich finde es sehr schwer, unter den neuen Umständen positive Dinge mitzunehmen. Ich habe ständig Telefongespräche mit internationalen Kolleginnen oder Galerien, Ausstellungsräumen, bei denen wir uns fragen, wie sollen wir eigentlich mit der Zeit umgehen? Sollen wir immer noch warten mit den Projekten, die wir verschoben haben, oder sollen wir beginnen, den Zustand, wie er sich uns jetzt bietet, als die Realität anzuerkennen? Um das ganz konkret zu machen, ja, soll man eine Ausstellung, die geplant war für Mexico City, September 2020, nach wie vor verschieben oder so, also sozusagen mit der Idee, dass irgendwann ein besseres Morgen käme, wo man wieder reisen könnte und dann dort eine schöne Zeit hätte, wie wir das natürlich naiv jahrelang auch gemacht haben. Also da könnte man ja auch gewisse Formen der Kritik anbringen gegenüber diesem internationalisierten Lebensstil. Oder sollten wir irgendwann beginnen zu sagen, ja, vielleicht kann ich nicht nach Mexiko und wir machen trotzdem eine Ausstellung. Was würde das bedeuten für die Erwartungen der anwesenden Besucher vor Ort, ja, was
was würde das bedeuten? Also ich führe viele dieser Gespräche, wo wir uns alle nicht ganz genau im Klaren sind, wie mit Zeit umzugehen sei, ja, und mit dieser Prospektivität der Frühling, wo es besser wird und so weiter. Kreativ stimmt es mich nicht. Es kann aber sein, nachdem ich jemand bin, der mit Latenz arbeitet, also ich bin niemand, der sozusagen eine Reise tut und dann über die Reise analog sofort Kunst macht. Bei mir gibt es zum Teil Verzögerungen von Jahren und dann kommt aber genau diese Erfahrung vielleicht in einem Kunstwerk vor. Das heißt, da kann ich auch noch keine Auskunft geben. Ich bin sicher, da wir alle nicht aufgeben, dass sich auch diese Erfahrung irgendwie produktiv niederschlagen wird. Aber momentan müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, ah ja, das macht Spaß. Also ja. Liebe Frau Berger, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung und Reflexion mit uns geteilt haben. Ich möchte alle Zuschauerinnen und Zuschauer sehr, sehr herzlich gemeinsam mit Ihnen einladen, unbedingt in den Kunstverein Bonn demnächst zu kommen, um Ihre Ausstellung anzusehen. Und ich darf abschließend noch mit einem Wort in eigener Sache des Kulturkreises. Im Augenblick können Sie in Frankfurt im Museum Angewandte Kunst die Ausstellung der aktuellen Asviva-Preisträger Rob Cross, Richard Seitz und Sung Thieu erleben. Und wir wünschen allen Künstlerinnen und Künstlern viel Kraft und auch die Stärke, durch diese schwierigen Zeiten hindurchzukommen. Und es war mir ein großes Vergnügen, das Gespräch mit Ihnen zu führen. Dankeschön. Vielen Dank.